Herzlich willkommen zur 9. Power Peak Classic, zu einer Talkrunde im Rahmen und kurz vor der Rallye. Ich freue mich besonders, Frau Dr. Patricia Scholten und Herrn Peter Paul Pietsch begrüßen zu können in unserer Runde, ebenso wie Christian Geisdörfer und Oliver Grimmer von der Hypovereinsbank. Oliver, warum kümmert man sich eigentlich im Wealth Management einer Bank, nämlich der Hypovereinsbank, um klassische Autos? Also die Frage hören wir tatsächlich öfters, aber die Antwort ist relativ simpel. Wir wollen ja, dass es unseren Kunden gut geht und wir versprechen eine 360-Grad-Beratung und da sollte man sich dann auch um Kunstobjekte oder wie hier um Classic Cars kümmern. Und das ist der Hintergrund, warum wir das seit 9 Jahren auch aktiv den Kunden anbieten. Und dazu gehört natürlich auch, Präsenz zu zeigen, was wir natürlich sehr gerne in der Partnerschaft mit der Motorpresse tun und auf den 3 Rallyes, inzwischen 4, die jedes Jahr in Deutschland stattfinden. Okay, was sind denn so die Themen eurer Kunden im Bereich der Beratung? Wofür brauchen sie euch? Also die sind wieder sehr breit gefächert. Es gibt natürlich Kunden, die darüber nachdenken, einzusteigen, sag ich mal, sich vielleicht einen schönen Veritas zu gönnen oder so, oder einen Flügeltürer. Das ist so die eine Seite. Also welche Autos machen Sinn? Was gibt das Budget her? Wichtig ist ja auch, dass man sich nicht übernimmt. Ja? Also man sollte ja immer so kaufen, dass wenn sich Wertvorstellungen nicht verwirklichen lassen, die man hat, dass man dann kein Problem im Gesamtportfolio hat. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Dann gibt es die berühmte Erbengeneration, die, sag ich mal, ja, relativ schnell zu manchmal viel Geld kommt und dann sich natürlich Dinge auch einfach leistet. Und das sind oft Kunst- oder Klassikerobjekte. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es Kunden, die teilweise riesen und große Sammlungen haben, über Jahrzehnte zusammengetragen. Da stellen sich dann Fragen, wie will die nächste Generation die Dinge denn überhaupt haben? Ist es vielleicht besser zu Lebzeiten, sich vom einen oder anderen zu trennen oder auch umzuschichten, zu konzentrieren, bis hin zu Versicherungsthemen. Finanzierung ist oft auch ein Thema. Finanzplanung integriert mit diesen Objekten. Das ist so das Thema, was am häufigsten bei uns auf dem Tisch landet. Genau. Vielen Dank. Ja, Frau Dr. Scholten, wenn ich Sie an der Stelle fragen darf, nachdem wir wissen, warum die Hypovereinsbank, die UniCredit Group, hier dabei ist, warum Sie dabei sind, erschließt sich schon aus dem Namen der Rallye, die Power Peach Classic. Wir können uns alle drei noch entsinnen, als wir die das erste Mal gemacht haben, zum 100. Geburtstag Ihres verehrten Vaters. War das eine tolle Sache. Wie erleben Sie das heute, auf eine Rallye zu kommen, die wir Ihrem Herrn Vater gewidmet haben? Das ist für uns eine große Freude. Und es ist eine große Freude, dass nach all den Jahren diese Rallye immer noch stattfindet und immer noch so viel Menschen begeistert, die da mitmachen wollen. Und es ist einfach auch ein schönes Andenken an unseren Vater, denn er war ja eigentlich ein Autosportsmann und nichts hat ihm mehr Spaß gemacht als so etwas. Ich erinnere mich noch, als wir das erste Mal die Rallye gefahren sind, sind wir bei ihm, als wir in Stuttgart eingelaufen sind, an seinem Zuhause vorbei. Er stand auf der Terrasse, hat sich unheimlich gefreut, hat gesagt, bitte gebt mal Gas, dass ich die Motoren höre. Dann sind wir weitergefahren zum Mercedes-Museum. Er hat den Sohn meines Bruders, seinen Enkel, gebeten, ihn auch zum Mercedes-Museum zu fahren, mit 100 Jahren. Und dort hat er noch seine Runden mit uns gedreht. Es ist einfach, das ist ein Teil des Lebens unseres Vaters. Ihr Vater als Mensch, Sie haben ihn ja als Motorsportler, als Aktiven nicht erlebt. Aber was konnte er Ihnen denn auch aus der Zeit, die ihr als Motorsport, was ihn da geprägt und mitgegeben hat, Ihnen wiederum mitgeben, Herr Pietsch? Unser Vater war jemand, der schon ganz genau wusste, was er wollte. Sonst hätte er auch nicht 2 Karrieren in dem Ausmaß gemacht, wie er es gemacht hat. Nämlich zum einen die Karriere als Rennfahrer und zum zweiten eben auch die Karriere im Verlag und den Aufbau der Motorpresse Stuttgart. Und er hat aber so eine Art Doppelleben geführt. Er hat lange Zeit in Stuttgart während der Woche gelebt, alleine, und hat gearbeitet und den Verlag aufgebaut. Und am Wochenende war er zu Hause. Und das Doppelleben sah so aus, er hat während der Woche diesen Verlag sehr erfolgreich aufgebaut. Und am Wochenende war er niemand, der mit 2 großen Aktenkoffern nach Hause kam und dann am Wochenende durchgearbeitet hat. Wochenende war Familie. Mit jeder Menge Unternehmungen und Sport natürlich, ob das Skifahren war. Und wenn es richtig gut war, dann hat er auch ein tolles Testauto dabei gehabt, mit dem er dann über ähnliche Sträßchen gefahren sind, die wir wahrscheinlich jetzt wieder die 2 Tage befahren werden.
Das war meistens ziemlich erlebnisreich. Dankeschön. Christian, du hast auch ein Doppelleben. Mehr Erfolg, als du es im schnellen Rallye-Sport hattest, zusammen mit Walter Röhr, kann man gar nicht haben. Zweifacher Weltmeister. Und jetzt sehen wir dich seit vielen Jahren bei Oldtimer-Rallyes. Was macht denn den Reiz der Oldtimer-Rallyes aus für den, der im richtigen Rallye-Sport alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt? Ja, ich muss natürlich sagen, die Passion zum Auto habe ich seit ich 9 bin. Automotorsport begleitet mich seit ich eben 9 Jahre alt bin. Und das sind Dinge, die einem, wenn man sowas mit Passion und mit großem Engagement macht, ewig bleiben, weil der Spaß dabei ist und Herzblut und dann gefällt einem das. Und alte Autos haben mich nicht von Anfang an begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so, ich sage jetzt mal, Anfang der 90er Jahre habe ich so ein bisschen den Kick gekriegt für alte Autos. Und mir macht es unheimlich Spaß, alte Autos zu bewegen. Also Vorkrieg ist jetzt nicht unbedingt mein Thema, aber alles, was danach kommt, macht mir viel Spaß. Und es ist eine Passion, die ich einfach auch leben möchte. Und was mich total begeistert ist, dass eben viele Menschen diese Passion teilen. Und gerade wenn jemand an so einer Rallye teilnimmt, ist er schon ganz drin im harten Kern, hat eins oder mehrere Autos. Und da hat man natürlich einen guten Anknüpfungspunkt. Und das sind die Dinge, die mir halt wirklich, wirklich viel Freude machen. Jetzt ist Freude machen eine ganz individuelle Geschichte. Wir wollen ja mit unserer Passion Oldtimer möglichst viele Menschen auch erreichen. Sie mit unseren Medien, ihr mit eurem Geschehen und du auch mit den vielen Unternehmen, die dich auch mal als Botschafter einsetzen. Oliver, wie entwickelt sich denn und wohin entwickelt sich der Oldtimer-Markt aus der kühlen Sicht des Finanzers? Ja, also so kühl ist die gar nicht, weil auch wir sagen ja, Emotionalität steht im Mittelpunkt. Also emotionale Rendite ist garantiert, alles andere ist gut, wenn es dazukommt. Also das ist so unsere Philosophie auch. Wir empfehlen auch niemandem, nur wegen der Rendite zu investieren. Aber es ist schon so, dass die letzten 2-3 Jahre sich größere Veränderungen anbahnen. Aus meiner Sicht ist eine starke das Thema, ich nenne es mal Generationenwechsel, also das Interesse, du hattest gerade angesprochen, Vorkriegsautos, nimmt schon merklich ab. Ja. Also das hat natürlich auch mit der Generation zu tun, die da dahinter stand, sage ich mal, und die natürlich nicht mehr wird, mengenmäßig. Und man hat ja immer so einen Effekt, welche Autos sind aktuell besonders begehrt? Das sind meistens die, die die Generation 40 bis 50 im Fokus hat, sag ich mal, die man als Kind oder Jugendlicher auf der Straße erlebt hat. Und die ist eben besonders interessant. Und da gibt es natürlich nicht mehr so viele, die die Vorkriegswagen so im Kopf haben. Und ich glaube schon, dass wir alle von einer gewissen Generationswechsel-Thematik stehen, dass die Youngtimer viel bedeutender werden als in den letzten Jahren. Das glaube ich schon. Und man sieht es auch an den Zahlen. Also es gibt extrem viele sogenannte Millennials, die so zwischen 1980 und 2000 geboren wurden, die ein großes Interesse haben und auch viel Geld da investieren. Aber es sind meistens eben diese Youngtimer-Themen. Ja. Also das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Und das andere Thema, dass viele Leute sagen, ja, jetzt steigen die Zinsen ja wieder und dann wird das uninteressant. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die Liebe zu diesen Objekten bleibt und das Interesse ist nach wie vor sehr hoch. Man sieht das ja auch an einzelnen Ergebnissen auf Auktionen etc. Ich meine, Uhlenhaut-Coupé ist jetzt sicher was Besonderes natürlich, aber insgesamt, da gibt es keinen Abbruch. Und wenn die Objekte gut sind, wenn die Wagen passen, dann ist auch genug Geld da, um da weiterhin stabil unterwegs zu sein, sagen wir mal. Also ich glaube, wenn ich das noch kurz anfügen darf aus dem Wissen der letzten Jahre, wenn jemand kauft, soll er Qualität, Qualität, Qualität kaufen. Genau. Und das ist wie am Kunstmarkt. Dinge, die einfach selten sind, werden immer Bestand haben, werden immer einen Wert haben und auch eine entsprechende Steigerung haben. Und das ist natürlich, wenn man so über Youngtimer oder, ich sage jetzt mal, die, nicht missverstehen, die Brot- und Butterklasse bis zu einer Million reden, das ist was anderes, wie wenn es um Preziosen geht. Und da sind also auch schon auch erhebliche Sprünge drin im Wertzuwachs. Aber wie gesagt, es geht um Marke und Qualität.
Oder Vorbesitz. Also oder Walter Vorbesitz. Wörl und Herr Geisdörfer zusammen, das hilft auch, ja. Aber, genau. Ja, aber vielleicht darf ich da auch noch zu dem Thema Youngtimer, die ja jetzt stark im Kommen sind. Das ist der Einstieg von den Menschen, das, was sie in ihrer Jugend erlebt haben, was sie fasziniert hat. Und das heißt dann aber auch, sie haben den Weg gefunden zu diesem Thema. Und da kann durchaus dann später mal auch weiteres Interesse kommen oder auch zu den Vorkriegsfahrzeugen. Also das würde ich jetzt nicht ausschließen. Es ist schön zu sehen, dass über die Youngtimer nun auch die nächste Generation hier rein. Absolut. Also ich freue mich, wenn es so ist. Perfekt. Dann frage ich doch mal Sie, Frau Dr. Scholten, und Sie, Herrn Pietsch, als Unternehmer, als Medienunternehmer. Sie haben ja nun sehr genaue Zahlen. Sie müssen sehr detailliert planen. Wie sehen Sie denn die Marktentwicklung im Oldtimer-Bereich? Sie haben eine Vielzahl von tollen Büchern und das darf ich sagen, in unserem Haus zählt auch in erster Linie Qualität und sonst mal gar nichts. Wie erleben Sie den Markt oder wie nehmen Sie den Markt tatsächlich als Unternehmer wahr und wie sehen Sie die Entwicklung? Der Markt insgesamt, glaube ich, unterscheidet sich stark, ob ich im Kernmarkt bin oder ob ich weiter nach draußen gehe. Wenn ich weiter nach draußen gehe, dann mag sogar sowas wie das Thema Zinsen eine Rolle spielen. Ja? Also die Leute, die investieren, die vielleicht Autos kaufen, die sie dann irgendwo in den Keller stellen und nicht mehr fahren. Aber die große Masse und eigentlich harte Kern ist doch derjenige, der sich mit den Autos beschäftigt, der sie auch fährt. Und da spielt sicher auch eine große Rolle, dass man, ich sage jetzt mal, ein heutiges, modernes Auto nicht mehr so intensiv auf der öffentlichen Straße zumindest erleben kann, wie das mit einem Oldtimer geht. Also mit einem, auch mit, gut natürlich mit einem Nachkriegsauto, Vorkriegsauto ist nochmal speziell. Also insofern denke ich, dass da zweierlei eine Rolle spielt, die Faszination des Themas, aber auch die Faszination, ein solches Auto zu fahren, spielt eine Rolle. Und das, denke ich, nach dem, was wir wissen, ist eher zunehmend. Ich denke, das kann man sich heute umso mehr vorstellen, die modernste Generation der Autos bis hin zu E-Autos, aber auch schon sehr weit elektrifizierte Autos, die ständig piepen und wo es im Lenkrad rüttelt. Christian, ich glaube, das macht halt die Faszination des Fahrens eines älteren Autos aus. Oder wie siehst du das? Ja. Über eines müssen wir uns im Klaren sein. Viele Autos, und das beginnt bereits in den 90er Jahren, die wird man vielleicht in 20, 30 Jahren gar nicht mehr bewegen können, weil es die Software dazu nicht mehr gibt. Und das wird sicher eine große Lücke schaffen. Denn ich kenne es schon von Autos, wo jetzt Software nachgeschrieben werden muss für wahnsinnig viel Geld, um die Dinger überhaupt am Laufen zu halten. Die alten Autos sind simpel, sind einfach. Jeder, der ein bisschen Ahnung hat von der Thematik, und das wird auch ein Zukunftsproblem werden, dass wir eigentlich fast keine Leute mehr haben werden, die mit solchen Autos überhaupt noch umgehen können, weil die Herren Megatroniker ja nur noch anstöpseln können und dann im Computer schauen, was für Teil dich denn gerade verabschiedet hat. Und bei den alten Autos, alte Technik, Vergaser, all diese Geschichten, Zündung, da muss man nur selbst machen und tun. Und das ist leider ein bisschen vernachlässigt worden, dass man die Jugend für diese Themen nicht begeistert hat. Und es wäre dringend angebracht, Leute wieder auszubilden, die auch ein bisschen Handwerkliches geschickt haben, die da dran gehen und in der Zukunft sicher. Das ist wie heutzutage Klempner, Malermeister oder Heizungsbauer. Die verdienen ein Wahnsinnsgeld, weil es zu wenig gibt. Ja, die haben keinen Nachwuchs, weil alle dann lieber zum Studium gehen. Ja. Hm? Dabei ist ja in Wirklichkeit die Oldtimerei, wie wir sie auch bei der Rallye betreiben, ein ganz nachhaltiges Thema. Nicht nur augenzwinkernd, ein Auto eben nicht zu verschrotten, sondern ein Auto relativ lange oder sehr lange zu fahren. Ist womöglich auch, diesen Begriff gibt es auch, des Daily Drivers, dass jemand, hoffentlich Youngtimer, ein Auto einfach länger weiterfährt und nicht schon nach ein paar Jahren das Neue und das Nächste holt. Nachhaltigkeit ist schon ein Thema. Wir sind mit unserer Power Peach Classic in diesem Jahr auch so weit, dass wir die CO2-Kompensation haben. Den kompletten CO2-Ausstoß, der wenigste Teil kommt von den Autos, die rumfahren, sondern durch die Anreise, die sie haben, durch die Hotelübernachtung. Das kann man das ausrechnen. Das ist nicht einfach, aber wir haben einen guten Partner gefunden, die das machen, denen wir alle Daten geliefert haben und wir helfen denen dabei oder wir finanzieren denen den Erwerb von bestehendem Regenwald, der dann eben nicht abgeholzt werden kann. Wie wichtig ist denn in einem Unternehmen
wie bei euch im Finance-Bereich das Thema Nachhaltigkeit? Ja, so ein immer wichtigeres, sage ich mal. Faktisch ist es so, dass die Hypo Vereinsbank tatsächlich seit über 20 Jahren da sehr weit vorn ist und es sehr forciert macht. Heute ist man praktisch gezwungen, als Unternehmen das zu machen. Wir haben das Glück, dass wir da schon gut unterwegs waren und deswegen auch jetzt eine gute Position haben. Aber genau das sind ja die Punkte, warum man da auch darauf achten muss als Unternehmen, was man tut nach außen und wie man es tut. Ja, also das eine ist natürlich Nachhaltigkeit. Ich bin da völlig bei dir. Also das Thema Classic Cars hat verschiedene Facetten, warum es nachhaltig ist. Ich meine, es gibt ja Zahlen, im Jahr wird ein Classic Car etwa 2000 Kilometer bewegt. Da kann man ja ausrechnen, was das an Ausstoß ungefähr bedeutet. Dann weiß man, dass bei der Produktion eines Fahrzeugs 30-40% der Belastung der Umwelt daherkommt. Das heißt, das haben wir schon weit hinter uns bei Fahrzeugen, die schon vor 30, 40, 50 Jahren gebaut wurden. Und das, wenn man das alles zusammennimmt, glaube ich, ist, und die Diskussion in die Richtung mal lenkt, wird man auch feststellen, dass es tatsächlich nicht so dramatisch ist, wie man vielleicht so im ersten Moment denkt. Und das ist ja auch, hilft ja auch dem Thema. Und ja, deswegen ist es auch ein Thema, das wir weiter unterstützen und mit gutem Gewissen in dem Fall. Ja, wir sind ja eigentlich schon einen Schritt weiter durch mit den E-Fuels, wo wir eigentlich absolut CO2-neutral unterwegs sein könnten. Ist leider noch nicht gewünscht, aber die Technik ist da, man könnte das ohne weiteres produzieren. Genau. Und das ist sicher der Weg in die Zukunft, dass wir gerade bei den Oldtimern und in verschiedenen anderen Bereichen mit dem E-Fuel einfach ist ein wichtiges Thema. Ganz sauber unterwegs sind und da wirklich für die Nachhaltigkeit und für die Zukunftsfähigkeit was machen. Genau, also auch die großen Firmen, Aramco zum Beispiel, arbeitet ja intensiv daran. Ja? Also, ja. Porsche ist ja auch ein Beispiel, die sind ja in Kooperation da unterwegs. Ich glaube auch, es muss ein Mix sein, ja? Es muss die E-Mobilität geben, aber es muss eben auch die Art Verbrennerstoffe geben, die aber umweltneutral sind. Und das zusammen wird wahrscheinlich die Zukunft sein. Ja? Und das wird aber auch garantieren, dass unsere Fahrzeuge weiter auf der Straße sein können, glaube ich. Ja. Also ich denke, da sind wir einer Meinung und arbeiten da weiter dran, oder? Ja. Besonders nachhaltig, liebe Frau Dr. Scholten, lieber Pietsch, sind Sie dieses Jahr unterwegs. Sie haben ein 75 Jahre altes Auto, wenn ich richtig rechne, hier an den Start gebracht. Und über dieses Auto und was dieses Auto für Sie bedeutet, da würde ich gerne mich von Ihnen ein bisschen, würde ich Sie gerne aushorchen. Ja, wir sind dieses Jahr mit einem Auto, was 1947 gebaut wurde, unterwegs. Und zwar mit einem Auto, mit dem unser Vater, nicht mit dem, was wir jetzt haben, aber mit diesem Typ wurde unser Vater im Jahre 1950 deutscher Sportwagenmeister. Es ist der Veritas RS, den wir dieses Jahr am Start haben. Ein begeisterndes Auto, wenn Sie, als wir darin schon mal Probe gefahren sind, ein breites Grinsen auf den Lippen und was besonders Schönes. Und das zeigt auch, dass der Oldtimer-Sport doch auch einen wichtigen Beitrag leistet und auch Freude macht. Denn wenn Sie mit diesem Auto durch irgendeine Straße fahren, irgendeinen Ort, die Leute stehen am Straßenrand, der Daumen geht nach oben, ein breites Grinsen. Das heißt also, diese Freude, die sollten wir auch von der Motorpresse Stuttgart aus weiter unterstützen und weiter den Leuten diese Bühne bieten. Aber wir sind dieses Jahr besonders glücklich, dieses Auto zu fahren, mit dem unser Vater so erfolgreich war. Und genau das ist es, das wissen Sie, das sage ich Ihnen regelmäßig sonst beim Briefing. Wir sind allen dankbar, die mit tollen Autos zu so einer Veranstaltung kommen, weil die nicht nur sich selber eine große Freude machen, indem sie damit fahren, sondern ganz arg vielen anderen Menschen eine Riesenfreude machen, diese Autos zu erleben und zu sehen. Was ist das Besondere beim Fahren an dem Auto? Sind Sie schon ein Stück länger gefahren, Herr Pietsch, mit dem Wagen? Wie fährt also, er sich? Wir sind so viel gefahren, dass man sich wirklich einen guten Eindruck machen kann davon. Ich bin da völlig neutral an die Geschichte rangegangen, weil ich noch nie bisher einen Veritas gefahren habe. Und er fährt sich einfach sensationell, das muss man sagen. Das Auto ist relativ leicht, er ist sehr handlich. Er hat mit nur 80 PS wirklich genügend Leistung für die Größe und das Gewicht des Autos und macht richtig Spaß. Die Bremsen funktionieren, also so die Vorstellung, naja, 50er Jahre, das kann ja alles noch nicht so richtig gehen. Nee, die Bremsen funktionieren, der Motor ist einwandfrei, also das Auto ist klasse zu fahren. Wirklich. Man kann sich natürlich richtig so ein bisschen, so geht es mir immer, auch schon als wir den
Bugatti fahren durften, ja, so vorgestellt. Das hat jetzt unser Vater genau aus der gleichen Perspektive gesehen. Und das auf diesen kleinen Schwarzwaldstraßen. Muss ein tolles Erlebnis damals gewesen sein. Also für mich heute ist es ein unglaublich schönes Erlebnis, mit dem Auto kleine Straßen zu fahren. Wenn ich das Leuchten in den Augen von Ihnen beiden sehe und rüberschaue zum Christian, deine Augen leuchten auch, aber sie leuchten natürlich ganz besonders, wenn du an die Zeit denkst, wahrscheinlich, als du mit Walter unterwegs warst. Und da seid ihr ja, fahren kann man das eigentlich nicht mehr nennen, was ihr damals gemacht habt. Also das war schon auf aller höchstem Level tieffliegen. Ne? Der berühmte Ritt auf der Rasierklinge. Klar, wenn man in der Weltspitze unterwegs ist, sind auch ein paar andere Jungs noch da, die auch keine Schnarcher oder Nasenbohrer sind. Und da geht es natürlich schon eng her. Wobei ich sagen muss, unsere Zeit ist halt so einmalig, weil wir Autos mit extremer Leistung hatten, die dann 86 verboten wurden. Bei einer Rallye 300.000, 500.000 Zuschauer war ganz normal. Und diese Faszination, die von den Autos ausgegangen ist, durch diesen spektakulären Sound, den die hatten. Und jedes Auto hat ja einen ganz spezifischen Sound. Ein Stratos ist anders wie ein Audi und ein Lancia ist anders wie ein Peugeot oder ein Ford. Und viele Jungs, also jetzt gerade wieder in Portugal, die haben halt die Videos noch im Kopf und wie wir alle. Das Internet macht da wieder sehr viel möglich und so ist es einfach auch. Und das habe ich am Anfang nicht ganz glauben wollen, aber es ist wirklich so, für die Popularität dieser Zeit hat unter anderem auch das Videospiel gesorgt. Dass also junge Leute, die eigentlich mit dem nichts zu tun hatten, aber durch das Videospiel da wieder herangeführt worden sind, dann die Videos von damals gesehen haben und so einfach eine Begeisterung entwickelt haben, die nach wie vor anhält. Und so kommen viele Facetten zusammen, die bis heute uns sehr viele schöne Momente bescheren, denn es ist nicht selbstverständlich. Ich bin mit dem Walter 87 den letzten Weltmeisterschaftslauf gefahren, dass das so lange anhält. Und was für Begeisterung da ist, auch bei ganz jungen Leuten, ist wirklich faszinierend. Jan, man sieht ja, wenn ihr beide auftaucht, dann seid ihr komplett umringt. Ja, ihr könnt gar nicht mehr fahren, weil ihr müsst ja unterschreiben. Und es gibt ja auch tolle Bücher zum Nachlesen. Ja. Ich glaube, Walter und ich war das Erste. Jetzt gibt es noch ein neueres. Ja. Also auch sehr empfehlenswert für alle Fans. Wir halten die Legende am Leben. Genau, also das ist auch wichtig, ja. Und Frau Dr. Scholten, Herr Pietsch, Sie halten die Legende Ihres Vaters am Leben? Mit großer Freude, lieber Herr Köpke, weil, wie mein Bruder schon sagte, unser Vater war ein ganz besonderer Mensch. Er war ein Mensch, der, ja, ich möchte es zwar sehr willensstark, auch sehr zielstrebig, sehr konsequent war. Aber er war ein äußerst liebenswerter, fairer Mensch. Beispielsweise ein Händedruck von ihm zählte mehr als jedes Schriftstück. Sie konnten sich hundertprozentig auf ihn verlassen. Und er ist trotz des ganzen Erfolgs, was er hatte, er hat ja wirklich in zwei Leben, zweimal Riesenerfolg gehabt, er ist unendlich bescheiden geblieben. Er war ja ein toller Vater und ja, wir sind glücklich, so aufgewachsen zu sein. Vielen Dank. Und das alles geprägt. Ihr Vater hat gesagt, aus der Liebe zum Motorsport ist alles entstanden. Ich kenne das Video, wo er das sagt. Ne? Und das ist genau das. Und das macht es auch aus, das darf ich jetzt sagen, für Sie, für dieses Haus zu arbeiten. Und für Ihren Herrn Vater durfte ich auch noch arbeiten. Das macht viel aus und diese gemeinsame Passion, die die Menschen zusammenbringt, die sie dazu bringt, sich beraten zu lassen, weil sie möchten es richtig gescheit machen, die vielleicht inspiriert worden sind durch das, was ihr damals gefahren seid, wie das alles zusammenführt, wie das alles zusammenkommt. Solchen Anfängen, das verdankt man zum einen einzelnen Persönlichkeiten, aber das verdankt man zum anderen auch der Passion, der Leidenschaft, die geweckt wird, wenn man dieses Hobby betreibt. Und das ist einfach eine wunderschöne Geschichte und wir freuen uns, dass wir auf den Spuren Ihres Vaters mal wieder durch den Schwarzwald fahren können. Wir freuen uns auch. Und sehr, sehr nach 2 Jahren Pause. Ja, ja. Frau Dr. Scholten, Herr Pietsch,
Oliver Grimme, Christian Greisdorfer, vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zuschauen und wünsche Ihnen nun eine erfolgreiche Rallye und immer schön viel Spaß beim Fahren.